Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Count Lucanor. Es ist nun schon wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe und ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo es überhaupt weitergeht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, wir hatten zuletzt, glaube ich, so ziemlich alle Buchstaben gefunden, glaube ich, waren wir. Acht Stück hatten wir. Jawohl, genau. Und ich glaube, das reicht. Das waren noch alle, oder? Waren das nicht acht im Endeffekt? Ja, na gut. Wir können ja hier nochmal mit denen kurz quatschen. Tach. Hat irgendwie nach mir gefragt, Kleiner? Nein, niemand. Hast du jemandem erzählt, dass ich hier bin? Hä? Nein, das auch nicht. Ich vertraue diesen dreien nicht. Sobald der Tag anbricht, verschwinde ich von hier. Ja, ich glaube, die sehen auch nicht sehr vertrauenswürdig aus hier, die. Ja, Gesellen. So, was machst du denn hier? Wenn du den Buchstaben haben willst, weißt du, wo du mit me was du mit meiner Mutter zu tun hast, Oink? Ja. Was denn? Was denn? Tach, Alter. Gute Frau, Ihr Sohn hat einen der Buchstaben für den Namen des Kobolds. Können Sie ihm sagen, dass er ihn mir geben soll? Ah, ich bin nicht stur. Aber vielleicht kannst du ihn mit Mais überreden. Den mag er am liebsten. Ach ja, ich erinnere mich, stimmt. Der braucht aber keine. Wir hatten nur Maiskörner, genau, und er braucht aber Mais. Na gut, vielleicht kriegen wir das noch irgendwo hin. Was war mit dir? Warum wolltest du? Du hast die Ziehe aus der rechten Seite an. Sie tötet das Schwein. Du fasst die linke Ziehe an und sie tötet die alte. Wenn ich du wäre, würde die beide töten. Verstehst du? Ach ja. Gut. Und dann gab es hier unten noch, glaube ich, noch die. Wie hieß sie denn nochmal? Das junge Mädel. Ja, gucken wir jetzt einfach mal. Genau du. Hallo. Ich habe eine Menge Buchstaben für den Namen des Kobolds gesammelt, aber ich weiß nicht, wie ich sie richtig anordnen soll. Oh, schau mal, was ich gefunden habe. Es scheint ein Teil von etwas zu sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du es ja richtig auslegen. Okay. Ist das auch ein Teil von dem Raumplan? Na gut. Darf ich das behalten? Sicher, ich habe es für dich aufbewahrt. Du hast ein beziffertes Stück Papier erhalten. Danke. Komm später wieder. Vielleicht habe ich dann noch mehr Informationen. Na gut. Dann gehen wir doch glatt mal zu der anderen Karte nochmal. Da war doch am Brunnen noch eine Karte. Ich sollte das bezifferte Papier verwenden, das Julia mir gegeben hat. Ah, okay. Hat er was? Ausrüsten. Und benutzen. Ich versuche mal, Julias Papier draufzulegen. Ah, so wird ein Schuh draus. Okay. Ja, ich glaube, ich sollte mir das langsam mal aufschreiben. Aber das sind jetzt 1, Nummer 1. Da oben ist die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind 1 bis 8. Okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, steht doch an den Räumen immer dran, welcher Buchstabe aus welchem Raum war, oder? Ja, so war das doch. Also ich schreibe mir das mal auf. Also 1, dann ist da oben die 7. Dann die 2. Dann die. Achso, dann kam hier, glaube ich, nochmal so eine Art Raum. Hier war so ein, war der große Aufgang. Da war da, glaube ich, in dem oben links war da auch noch ein Raum, ne? Naja, gut, also 2. Dann die 6 war dort. Darunter die 4. Dann quasi die. Also hier ist der Innenhof jetzt irgendwie. Zeichne ich mir mal auf hier nebenbei. Die 3. Dann die 5 und daneben die 8. Und dann nochmal die 7. Ist das jetzt der Name? Nee. Also die hat's. Hä? Mit der 7 ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber gut, das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal diese Zimmer nochmal vorsichtig ab. Ich schreibe dann mal auf meine Aufzeichnung noch dazu, welcher
Buchstabe sich jetzt hinter diesen Nummern verbirgt. Das müsste ja an den Türen dran stehen. Na, mal gucken. Ausrüsten. So, das. Mutig schreiten wir voran. Also, das ist ein O. Das heißt, laut meiner Aufzeichnung ist der fünfte Buchstabe ein O. Daneben kommt dann auch gleich der achte Buchstabe. War da was? Oh, du bist ja ein lustiger Geselle. Ich erinnere mich dunkel an dich, mein Freund. Vielleicht sollte ich dann doch erstmal hier lang gehen. Aber ich habe ja auch noch ein paar Kerzen. Ich könnte die auch mal wieder platzieren, ne? Ist eigentlich keine schlechte Idee. Oh, du bist ja überall, mein Freund. Ja, da ist ja überall. Wir machen einfach nochmal das Ganze. Jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Also nochmal schnell runter. Und dann speichere ich einfach nochmal, dann müssen wir das nicht jedes Mal machen. Ich denke mal, das wäre hier nicht... das wird hier öfter mal passieren. Das ist ja auch irgendwie fies. Schönen Dank, Julia. Nett von dir. So. Und dann wieder hier hoch. Können ja gleich mal die Kerze in die Hand... Ah, wir können das auch gleich mal das Ding in die Hand nehmen. Zack. So. Und dann müssen wir auch noch rausfinden, was die Kombination von dieser Truhe ist. Das ist auch spannend. Wobei, das hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht machen brauchen, oder? Naja, ist eigentlich Quatsch. Aber vielleicht ist es irgendwie wichtig, um hier... um so ein bisschen das Spiel voranzutreiben. Dass hier sonst geht es irgendwann an irgendeiner Stelle vielleicht auch nicht weiter, wenn wir hier irgendwelche Sachen nicht erledigen. So. Ich schmeiß dir nochmal was in den Rachen, du lieber Rabe. Ja, genau, kriegen wir mal. Ist ja langsam reich hier, wa? Was machst du eigentlich mit dem Geld? So. Okay. Passen gleich mal unter den. Ja, Duck. Ja, schön hier, wa? So war nix. Kannst ruhig weitergehen, genau. Schön. Nochmal ein O. Okay. Also der achte Buchstabe ist auch ein O. Das macht doch Hoffnung. O. So, dann müssen wir jetzt rausfinden, was der siebte Buchstabe ist. Wir gehen jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn hier rüber, hier durch. Der siebte Buchstabe ist ein I. Und da drüber ein P. Und das war die Nummer 1. Das ist ein I. Hier ein P. Mhm. Jetzt habe ich dann nochmal eine 7 zu stehen. Wie kommt das? Was war das für ein Buchstabe? Hm. Da ist keiner. Ah, okay, auch nochmal ein I. Na ja, gut, dann stimmt das ja wenigstens. Verzeiht mir, Herr. Ich glaube, es befinden sich bereits 8 Buchstaben in eurem Besitz. Erlaubt mir, euch zu eurer Hartnäckigkeit zu gratulieren. Bitte folgt mir, Herr. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich suche doch gerade die Buchstaben zusammen. Na gut, wir gehen einfach mal. Gucken wir mal. Was soll er mir schon zeigen? Wie ihr gewiss seht, habt ihr genug Buchstaben gesammelt, um meinen Namen darstellen zu können. Bitte beachtet die Vorrichtung in der Mitte des Saales. Die war vorher nicht da, wofür ist die? Ihr müsst die Buchstaben nach eurem Belieben anordnen und dann auf diesen Knopf drücken, um zu sehen, ob ihr richtig geraten habt. Ich verstehe, das klingt einfach. Eine letzte Warnung, Herr. Wann immer ihr eine Kombination legt und den Knopf drückt, werdet ihr für jeden falsch gelegten oder fehlenden Buchstaben etwas Gesundheit verlieren. Was? Bitte überlegt genau, welche Kombination ihr versuchen wollt, da ihr bei mehreren Fehlern dahinscheiden könntet, Herr. Ja, dann machen wir dann einfach, dann nehmen wir, nutzen wir dann den Raben einfach. Ah ja, es sind doch zweimal O dort, ein zweimal I. Hm, na gut, das werden wir dann gleich noch sehen. So, wir gehen jetzt weiter am Uhrzeigersinn und suchen den zweiten Buchstaben. Was? Ja. Ist ein A. Der zweite Buchstabe ist ein A. Okay.
dann als nächstes habe ich hier den sechsten Buchstaben. Ein A. Boah, ich höre ihn schon wieder. Ein N. Okay, der zweite Buchstabe, der sechste Buchstabe ist ein N. So, dann fehlt noch der dritte und der vierte. Nein, 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 nein. Mhm. Gehen wir nochmal hier runter. Mach mal den dritten. Müsste dann hier unten die Tür sein. Da jetzt oder nicht? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Da drin ist der dritte Buchstabe. Okay. Darin ist der vierte. Okay. Also wir haben noch zwei Buchstaben zu holen. Theoretisch könnten wir es jetzt mit Versuch und Irrtum das Ganze machen. Aber ehrlich gesagt habe ich da keine Lust drauf. Das liest, bist du ein Trottel. Ja gut, also hier haben wir keinen Buchstaben rausgekriegt. Was aber auch nicht weiter tragisch ist, glaube ich. Oh ja, das war tragisch. Noch so ein Ding. Augenring? Na, wer kennt eigentlich noch von euch diese genialen Sprüche? Noch so ein Spruch Kiefernbruch, noch so ein Ding Augenring, noch so ein... Was waren da noch? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ah... Ja, an die Tür erinnere ich mich. Also der dritte Buchstabe ist noch ein Fragezeichen und wir versuchen jetzt mal den vierten zu bekommen. Sobald wir den haben, haben wir ja den restlichen Buchstaben dann auch rausgefunden, denke ich mal. Das heißt, hier werden wir einfach mal unsere Leiter benutzen. Genau. Haha, du hast die Leiter benutzt. So, und ich glaube, ich lasse dann doch mal unsere Kerze an. Man weiß ja nie. Oh. 5 Maronen. Da ist ein Brief. Ich habe eine Menge Buchstaben gesammelt. Bald kann ich den Grafen beweisen, dass ich seiner Tochter Lucretia würdig bin. Gezeichnet J.F. Oh, da war also jemand hinter der Tochter hinterher. Das ist natürlich spannend und ich vermute mal, ich muss einfach den Schalter umlegen, oder? Also die Kerze wollte ich jetzt behalten. Joa, ist das so einfach? Das ist ein guter Platz, um Eisbein eine Falle zu stellen. Aha. Ja, stimmt. Du hast den Buchstaben R erhalten. Okay, also 4 ist dann ein R. Mhm. Hurra, einer der Buchstaben für den Namen des Kobolds. Hä, hey, wieso? Ich habe doch dann schon 8 Buchstaben. Hä? Hey. Wo habe ich den R hergekriegt? Na gut, es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Ich erzähle Eisbein besser, dass es hier Mais gibt. Sobald er ihn isst, kann ich ihn in den Käfig sperren. Jawohl. Siehste. Erledigen wir das doch auch noch. Ah ja, es gibt also doch mehrere Wege hier zum Ziel zu kommen, was ich schon wieder richtig geil finde. Super Spiel. Nee, nee, komm, mein Freund. So einfach machen wir die das diesmal nicht. Komm. Oh. Ich drücke hier mal die Leertaste. Ich glaube, die bringt gar nichts. Oh, scheiße. Oh, jetzt werde ich nicht überleben. Doch. Oh, das war knapp. Nee, oder? Suche, suche, suche. Eine kleine unscheinbare Maus namens Hans. Ja, such doch. Such's doch. Such mich doch. Oh, ich muss unbedingt mich irgendwo verstecken. So. Und ich muss was essen. Vielleicht mal noch.
Ja, noch ein paar Nüsschen. So. Boah, jetzt ist hier richtig die Hölle los. Was redet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Mal ein bisschen Licht machen hier, damit wir vielleicht jemanden kommen sehen. Oha, jemand hat eine Handvoll Mais im blauen Raum mit der Truhe in der Mitte gelassen. Oink! Uiuiui, da hat jemand Hunger. So, mein Freund. Wollen wir dich jetzt holen? Wollen wir nochmal speichern? Einem Anjure. Ach, wir gucken einfach. Komm. Dumm, ich will da gar nichts. Ich bin hier auch zufällig. Also bin auch schon wieder weg, so. Ha. Lass mich raus, bitte. Und wieso? Bitte lass mich raus. Ich flehe dich an. Ich lasse dich raus, aber vorher wirst du mir den Buchstaben geben, den du genommen hast. Nimm den blöden Buchstaben. Ich wollte ihn sowieso nicht. Du hast den Buchstaben T erhalten. Dankeschön. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr Buchstaben, als ich brauche. Und ich sollte auf jeden Fall speichern. Das ist ja im Prinzip alles klar, bis auf die dritte Stelle. Oder? Ich gucke nochmal. Ja, da war ja ein Schneemann. Ich überlege gerade, wie ich das nachher mache. Na gut, wir machen jetzt erstmal, sprechen jetzt mal. Hallo, ihr Rabe, bla 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 bla. So. Genau. Kriege nochmal ordentlich. Ich würde mir auch freuen, wenn ich so viel Geld kriegen würde wie du. Ich würde nichts tun hier. Naja, gut, du tust ja was, aber was machst du da eigentlich? So. Na, ihr zwei? 12 und 12, oder wer seid ihr? So, na dann, gucken wir mal rein. Okay. So, wir können ja jetzt quasi so ein bisschen... wir haben das P auf der 1. Das machen wir doch erstmal. Vielleicht ergibt sich ja dann auch der Name irgendwie aus dem... So. Dann haben wir auf der 2 ein A. Warte. Ja. Dün, 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 dün. Oh, was für eine Plackerei. Glücksrad war da echt bequemer. So. 3 wissen wir nicht. 4 ist ein R. So. So. Dann die 5 ist ein O. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die 3 sind T, aber... So, die 6 ist ein N. Ist das dann Patron? Patronius oder Patrin? So. Ist ein N. Die 7 ist ein I. So. 8 ist ein O. Das könnte Patronio sein. Könnte auch Pyronio sein. Oder Pyronio. Ich würde sagen, wir laden dann zur Not, oder? Also ich meine,
Müssen sie jetzt hier nicht drauf ankommen lassen. Ich sag mal Patronio. Das klingt irgendwie am vernünftigsten. So irgendwie so Beschützer oder sowas heißt das, glaube ich. Wa? So. Und zack. Dung, 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 dung. Na, ich bin ja mal gespannt. So. Achso, jetzt müssen wir den roten Knopf drücken. Also entweder funktioniert es jetzt oder hier explodiert es eine Atombombe. Gratulation, Herr, für eure Leistung. Mein Name lautet in der Tat Patronio. Du hast wirklich einen merkwürdigen Namen. Es war richtig schwierig. Wahrlich, dies war keine leichte Aufgabe, aber ihr habt bewiesen, dass ihr schlau seid und die Fähigkeit besitzt und den Mut, um bei solch einer beschwerlichen Probe erfolgreich zu sein. Diese Tür führt direkt zu den Privatgemächern des Grafen. So ihr es wünscht, mögt ihr nun durch sie hindurchgehen, Herr. Danke. Oh, schön. Sollen wir nochmal speichern? Nö, wa? Ach komm, los. Wir sind einfach nur gierig. Hoffentlich nicht zu gierig. Ein bisschen neblig hier, wa? Wenn wir wieder gelüftet werden hier. Oder vielleicht ist hier auch zu viel Zugluft. Herr, der Graf Lucano erwartet euch hinter dieser Tür und ist hoch erfreut, euch kennenzulernen. Ach, wie feierlich. Oh, bitte seid achtsam, wo ihr hintretet, Herr. Das schaut wirklich übel aus. Ich kehre besser um. Waren wir jetzt nicht schnell genug? Wo ist mein Fallschirm? Der Kambalengo hat mir erzählt, dass du nicht bist, wer du vorgibst zu sein. Du bist nur ein abgerissenes Kind, ohne Titel, ohne Geld, sogar ohne Vater. Hast du wirklich erwartet, dass einer wie du den höchst illustren Grafen Lucano treffen könnte? Ja, eigentlich schon. Und wer bist du denn eigentlich, du komisch abgebrochener Zwerg? Oh. Zu Hause, bei Mama. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mama? Ich glaube, Mama wollte sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandeln, aber dabei ist irgendwas schiefgelaufen. Autsch, das tut weh. Was für ein Aufprall. Oh ja, da sind schon einige runtergefallen anscheinend. Ach schön, das sieht ja auch cool aus. Warum ist hier so viel Blut? Ja, ich glaube, die Würmer haben die gefressen. Moment. Wir haben noch alles parat. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Achten mal darauf, dass wir nicht unbedingt diesen Monsterwürmern in den Rachen laufen hier. Na komm, lasst mich mal vorbei, ihr Süßen. Drin. Ist das hier der Kerker oder was ist das hier? Oh, da hat es einen erwischt. Das sieht alles. Hilfe! Bitte, ist da jemand? Ist hier unten noch jemand? Ich würde sagen, die Stimme kam von da drüben. Hilfe, bitte! Jemand ruft um Hilfe. Ich sollte nachsehen, wer da ist. Ja, ja. Woher kann man sich doch nochmal umgucken, oder nicht? Haha. Lüll. Na gut. Aua. Haha, eine Mimik. Wer erinnert sich denn nicht gerne an Dark Souls? Ja. Und hier ist der Rabe. Da dürfen wir garantiert wieder ein bisschen Seelen spendieren. Zwei Leibbrot. Oh, ich glaube, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, die werden wir hier brauchen. Und du hast, glaube ich, zwei
Füße zu wenig, oder? Endlich hat mich jemand gefunden. Herrje, du blutest aber ganz schön heftig. Ja. Naja, der Krieg war schlimmer und den habe ich auch überlebt. Mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung. Wie heißt du, mein Junge? Ich bin Hans. Freut mich, dich kennenzulernen, Hans. Ich bin... Oh, entschuldige. Ich bin schon so lange hier unten, dass ich mich nur noch an meine Initialen erinnere. Du kannst mich JF nennen. Aha, da ist er also. Kein Problem, aber warum bist du hier unten? Weißt du das noch? Ja, ich nehme an den Prüfungen des Grafen teil. Oh, ich auch. Also, ich nahm teil. Eigentlich ist mein Ziel weder Ruhm noch Reichtum. Ich tue das hier aus Liebe. Ich möchte Lucretia, die Tochter des Grafen, heiraten. So eine Schande. Ich glaube, wir haben beide versagt. Ich sehe keinen Weg, um aus diesem Verlies zu entkommen. Im Gegenteil, mein Freund. Wir sind kurz davor zu entkommen. Das hier ist die letzte Prüfung des Grafen. Wirklich? Ich bin überzeugt, wir sind nur einen Schritt vom Sieg entfernt. Wenn wir einander helfen, dann schaffen wir es. Aber wie? Hast du diesen goldenen Emblem an der Wand gesehen? Ich habe sie dort eingesetzt. Es fehlt nur noch eins, um die Tür dahinter zu öffnen. Also muss ich nur das fehlende Emblem finden, richtig? Das ist allerdings noch eine Sache. In diesem Kerl gibt es auch falsche Embleme. Wie kann ich sie unterscheiden? Das kannst du nur, indem du sie in die Öffnung einsetzt. Wenn der Mechanismus aktiviert wird, hast du das richtige Emblem gefunden. In Ordnung, ich werde versuchen, das richtige Emblem zu finden. Warte, mein Freund. Nimm dies, damit du deine Seele bewahren kannst. Oh, sehr löblich, sonst hätten wir jetzt hier wahrscheinlich ein Problem. Ja. Aber wir haben ja noch genug Geld, aber gesetzt den Fall. Danke vielmals. Und hüte dich vor den Kreaturen hier unten. Sie sehen zwar schlecht, aber wenn sie dich erwischen, werden sie dich schwer verletzen. Ja. Ach, da sind wir hier. Da sind wir da eingewöhnt hier. Na, Meister Rabe. Wir können ja mal gucken. Sieh sich das mal einer an. Da ist aber eine Menge Goldmünzen. Hinterlasse Gold. Bewahre Seele. Schon gut, schon gut. Aber du bist reich, Herr Rabe. Mit dem hier unten und dem Springbrunnen? Wenn ich meine Seele bewahren will, sollte ich eine Münze hinterlassen. Ja, was soll's, die Rahmen sind unerbittlich. So. Ja, dann nehmen wir mal unsere Fackel wieder in die Hand. Schauen uns mal etwas genauer um. Also hier war eine lustige Mimikkiste und hier fehlt eins dieser. Nee, die brauchen wir noch. Anscheinend fehlt in der Mitte ein goldenes Emblem. Gut. Blut. Okay, also die sind auch alle nicht so. Waren keine schönen Tode. Oh, da habe ich gerade schon wieder was gehört. Da ist wieder eine Mimikkiste. Ein Stück Käse erhalten. Sehr schön. Okay, die Mimikkiste lassen wir mal links liegen. Uah, was bist du denn? Freund. Du siehst ja gut aus. Du siehst ja mal richtig gut aus. Ist das ein Arsch mit Ohren oder was bist du? Nee, ein Arsch mit Gebiss. Okay, also hier ist schon mal ein Gang. Links, rechts sind... Gott, warte. Hier ist was los. Okay, Schalter sollten wir vielleicht erst betätigen. Wenn wir wissen, was hier noch so ist. Okay, wir nehmen mal die Brechstange. Und die... Kerze. Aus wie ein Schleichweg. Auch wieder eine Brechstange hier? Oder was will man diesmal? Mein Gott, wozu eine Brechstange ausgezogen? Ich fühle mich so ein bisschen wie MacGyver. So. Ach, Äpfel immer wieder gern genommen. Okay, ach, wir machen jetzt diesen Schalter hier einfach. Ist ja nur real, was sich dadurch geändert hat.
Wollen wir hier nicht nochmal zurück? Aber wir müssen echt auf diese komischen Monsterärsche da achten. So. Ich frage mich aber ernsthaft, was sich jetzt hier geändert hat. Du bist ja liebreizend. Hier sind wir reingekommen, ne? Ja. Was für ein reizendes Tier. Komm, wir locken dich mal ein bisschen. Komm mal hier, komm. Na komm, hol's dir. Hier ist Happa. Super. Prima hast du das gemacht. Eine Goldmünze. Haben wir auch nichts dagegen. Oh, da ist so ein goldenes Emblem, so wie es aussieht. Okay, wir müssen dich erstmal weglocken. Komm, na komm. Hol's dir. Na komm zu Papa. Komm zu Papa. Hey, du kleiner Racker, du. Ein goldenes Emblem, das behalte ich. Ja, sehr gut. Also dann Raum. Tschüss. Nee, du bleibst da oben, denke ich mal. Da bist du eigentlich ganz gut aufgehoben.